wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ich stehe hier in unserem Wassergarten, herrliches Wetter und hier vor unserem Kräutergarten mit der Hecke, mit der schwebenden Hecke aus Kuchenbaum, Certpetophyllum heißt das, Kuchenbaum, der riecht ganz wunderbar nach Apfelkuchen, wenn es heiß ist. Und Sie sehen hier, das ist ein bisschen von John's Garden angelegt wie ein Kreuzgang. Daran soll es erinnern, diese schwebende Hecke. Und um Hecken geht es heute allerdings nicht um solche, sondern um Rosenhecken. Das hatte ich Ihnen ja letzte Woche angekündigt und ich möchte Ihnen heute zeigen, welche Rosen sich besonders gut für Hecken eignen, in verschiedensten Höhen, von klein bis richtig groß, und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Formen sind natürlich ganz wichtig im Garten, Strukturen, Architektur, und dazu gehören natürlich Hecken und alle möglichen Formgehölze. Und unsere Männer haben jetzt die ganze vergangene Woche hart gearbeitet, um alle unsere Hecken und eben hier zum Beispiel die Hainbuchenkegel, eben unsere schwebende Hecke, wie eben gesehen, wieder in Form zu bringen, und sind jetzt sicherlich noch eine Woche weiterhin beschäftigt, bis das alles hier wieder erledigt ist. Und gerade dann auch im Winter sind solche Hecken natürlich dann schön, weil man einfach die Struktur des Gartens sieht oder schöne Trennungen und all diese Dinge. Wenn Sie aber genau hinschauen, dann haben die da oben was vergessen oder was ist da passiert? Da hat doch tatsächlich so eine dieser Hainbuchen noch ein paar Antennen stehen. Als ich dann gestern fragte, was denn da passiert, dann haben sie mir gesagt, nee, nichts vergessen, da sitzt ein Vogel drin mit seinem Nest und deswegen haben sie da noch so ein Büschel oben stehen gelassen. Da verzichten wir gern mal in dem Moment auf die Form und lassen den Vogel erst fertig brüten, und wenn die dann Flügge sind und weg, dann wird nachgeschnitten. Hier in unserem Gemüsegarten, da spielen wir mit kleinen Hecken, die einfach toll sind als Beeteinfassungen. Wir haben da teilweise zum Beispiel eine kleine Eibenhecke als Beeteinfassung oder auch eine kleine Ligusterhecke. Wir nehmen manchmal auch einfach Kräuter wie Salbei, die sich schön so als Beeteinfassungshecken auch eignen. Aber ganz besonders schön sind natürlich auch die kleinwüchsigen Rosen. Und hier habe ich hier so eine kleine Rosenhecke. Dabei beachten wir, setzen dann wirklich alle 30 cm eine Pflanze, damit es auch schön dicht ist. Und hier haben wir zum Beispiel zum einen Rose de Meaux, die blenden wir Ihnen mal auch schön blühend ein. Und die andere Rose, die sich dafür auch ganz, ganz toll eignet, ist Pompon de Bourgogne. Und die zwei zeigen wir hier in unserem Gemüsegarten. Und wir gehen jetzt da nicht hin und geben uns eine Riesenmühe und schneiden da mit der Schere zurück und so weiter, sondern wir gehen da einfach mit dem Heckenschneider dann hin und rasieren in Anführungszeichen einmal oben drüber und rechts und links, dass das dann wieder schön kompakt ist. Und auf diese Art und Weise haben wir dann, wie wir hier drüben sehen, da gehe ich jetzt mal hin und zeige Ihnen das, eine sehr ordentliche und hübsche Hecke, weil das soll ja formal sein. Ne? Andere Plätze dürfen wieder wild romantischer sein, aber das soll ruhig hier eine schöne formale Hecke sein. Und Sie sehen, die machen die Form ganz wunderbar mit, diese Rosen. Und eben gerade die Rose de Meaux und diese Pompon de Bourgogne sind dafür sehr geeignet. Und das Tolle ist, ich meine, die blühen einfach ihre 4-5 Wochen durch den Sommer. Welche Hecke blüht Ihnen denn schon? Und von daher finde ich, ist es eine ganz, ganz tolle Wahl, auch hier und da mal eine Rosenhecke zu verwenden. Hier stehe ich jetzt mal wieder vor unserer Mozart, die wird ja langsam zum Dauerbrenner in meinen Videos, aber das zeigt Ihnen einfach, wie vielseitig sie ist. Wir hatten sie ja schon als kletternd, wir hatten sie als großen voluminösen Strauch, und sie würde tatsächlich auch eine tolle Hecke machen, sieht man ja hier im Prinzip. Und Sie könnten jetzt eben, um das Verblühte zu entfernen, tatsächlich auch hier, fallen Sie nicht in Ohnmacht, aber tatsächlich einmal mit dem Heckenschneider drüber gehen, um da wieder Form reinzubringen. Das wird natürlich eine Hecke, wie auch alle anderen Moschata-Hybriden, die sich dafür toll eignen, Felicia, Penelope, Buff Beauty in Gelb etc. Die können alle eben diese schönen voluminösen Hecken machen, aber natürlich nicht formale Hecken, also nicht total ordentliche Hecken, weil die haben natürlich immer so ein bisschen den Habitus, leicht romantisch überzuhängen. Und wenn wir jetzt hier die Verblüten nochmal alle ausschneiden, die Verblütenbüschel, eben mit der Schere oder auch gern mit dem Heckenschneider, dann haben sie natürlich nochmal einen weiteren Flor jetzt
später in 3, 4 Wochen und es fängt nochmal an zu blühen. Später macht die Rose aber auch ganz tolle Hagebutten und das ist natürlich dann auch wieder super bei einer Hecke, ja, weil das sieht natürlich klasse aus, bringt nochmal Farbe in den Herbstgarten und die Vögel dazu. Also wie gesagt, auch solche Rosen wie zum Beispiel Moschata-Hybriden können ganz, ganz tolle Hecken machen und da schneidet man sie dann einfach so ein bisschen strikter und formaler zurück und sie dürfen das selbstverständlich mit der Schere machen, wie ich das jetzt im Moment gerade zeige, aber man könnte das also tatsächlich auch etwas rigoroser und radikaler und zeitsparender einfach in dem Fall auch mit dem Heckenschneider machen. Und jetzt zeige ich Ihnen Rugosa-Rosen und Rugosa-Hybriden, die ganz besonders gut für Hecken geeignet sind. Hier stehe ich jetzt an der Straße von unserer Einfahrt und hier haben wir eine große Rugosa-Hecke stehen aus Blanc Double du Coubert. Und die Rugosa-Hecken, die sind wirklich klasse. Sie sehen, was die für Ausmaße annehmen können. Im Moment natürlich auch sehr, sehr wild, weil die ist jetzt noch nicht geschnitten. In einem der nächsten Videos zeige ich Ihnen dann, wenn unsere Männer hier durch waren und eben diese Rose auch wieder richtig schön in Form und Hecke gebracht haben. Das Schöne an den Rugosa-Hybriden ist halt, dass sie total pflegeleicht sind, absolut widerstandsfähig. Sie können eben teilweise bis zu 2 Meter hoch werden. Sie können aber auch kleinere Hecken davon haben, zeige ich Ihnen gleich nochmal unten dann in unserer Gärtnerei. Da habe ich nämlich noch eine kleine für Sie. Und das Schöne ist auch, dass sie gleichzeitig blühen und Früchte machen. Also sie haben wirklich am gleichen Strauch hier schöne bunte Früchte und eben dann auch diese sehr schönen weißen Blüten. Unsere Marbled Gallica Hecke, Marbled Gallica, wunderschöne Gallica-Rose von John's Garmen. Die hat fürchterlich gelitten im letzten Winter. Wir hatten ja nicht nur Unmengen von Schnee, sondern eben dieses Wechselspiel aus eisigen und dann wärmeren Zeiten. Ganz entgegen ihrer sonstigen Natur hat die Rose massiv gelitten. Wir mussten die dieses Jahr sehr, sehr stark zurückschneiden. Was Sie hier aber jetzt auch mal ganz schön sehen, ist diese Pflanzabstände bei so großen, voluminösen Sträuchern, die wir als Hecken verwenden. Da gehen wir so auf einen Pflanzabstand von 1,80 m bis 1 m, das sieht man hier ganz schön. Aber was jetzt an dieser Rose, die eben sehr stark zurückgeschnitten werden musste, im Frühjahr oder letzten Winter passiert, ist, dass wir hier jetzt die vegetativen Triebe sehr schnell zurückschneiden, um eben die Energie zu stoppen und aus der Basis raus wieder neues Wachstum zu generieren. Also jetzt nicht nur, damit die eben schön kompakt wieder hier aussieht und ordentlich, sondern dass sie also vor allem auch die ganze Energie von unten wieder bringt und sich eben so schön neu aufbaut und reproduziert. Und normalerweise würden wir jetzt bei dieser Rose auf jeden Fall die verblühten Büschel stehen lassen, damit wir dann auch später im Herbst die Hagebutten haben. In diesem Jahr klaue ich ihr ihre Hagebutten, was natürlich wiederum einen sehr, sehr starken Energieüberschuss erzeugen wird. Und diese ganze Energie, die ich ihr somit quasi gebe oder lasse, weil die nicht in die Früchtebildung geht, die wird sie natürlich jetzt da rein geben, um hier wieder aus der Basis heraus von unten neue Triebe aufzubauen und sich wieder zu verdoppeln und zu verdichten. Das ist im Prinzip ein ganz probates Mittel, um einfach Energie zu erzeugen in der Rose. Wenn ich jetzt diesen Zuwachs haben wollte, dass ich die Hecke so hoch haben möchte, würde ich natürlich diese Triebe stehen lassen, will ich aber nicht. Ich will einfach, dass die wieder so auf Nasenhöhe eine ganz, ganz dichte, wunderschöne Hecke ergibt, wie Sie es auf den Fotos sehen. Das ist einer der absoluten Hingucker hier, wenn sie blüht. Und deswegen schalten wir im Prinzip den Turbo jetzt bei der Rose ein, indem wir eben die vegetativen Triebe wegnehmen. Und vor allem eben die verblühten Büschel auch nicht stehen lassen, damit die sehr, sehr schön dann eben nachtreibt. Sobald die Rose wieder richtig schön kompakt ist und eine richtig dicke, fette Hecke darstellt, in dem Moment in den nächsten Jahren werden wir natürlich dann die Früchte selbstverständlich wieder stehen lassen, weil das natürlich ein zusätzlicher Schmuck der Pflanze ist und natürlich sie dann auch in ihrer gegebenen natürlichen Balance lässt und eben dann nicht zu wüchsig werden lässt. Also das ist im Prinzip der Trick mit dem Turbo und vor allem mit dem Generieren von neuem Wachstum aus der Basis. Musik.
Also hier sind wir jetzt mittlerweile in der Gärtnerei gelandet und unsere Rosengärtnerin, die Andrea Seemann, hat mir wunderbar hier jede Menge Rosen für Hecken zusammengestellt. Und das ist jetzt nochmal diese Blanc Double de Coubert, die ich Ihnen vorne an der Straße gezeigt hatte. Wenn man die jetzt frisch pflanzt, dann können Sie im Prinzip einen Pflanzabstand machen, der größer ist, als ich es jetzt hier gestellt habe. So eine auf einen halben Meter, also alle 50 Zentimeter eine. Und dann haben Sie relativ schnell eine schöne dichte Hecke. Ganz wichtig ist natürlich auch wieder bei den Hecken, dass Sie sie nach und nach aufbauen. Also jetzt nicht in einem Schwupps davon schießen lassen, sondern im ersten Jahr wirklich nochmal hart oder stärker zurückschneiden, so auf 30 Zentimeter. Im zweiten Jahr ein bisschen höher werden lassen und erst im dritten, vierten Jahr auf die Höhe kommen lassen, die Sie dann immer haben möchten in Zukunft. Also wie gesagt, diese Rugosa-Rosen, hier Blanc Double de Coubert, super, kann bis zu 2 Meter hoch werden, wie Sie eben gesehen hatten. Gibt aber auch kleinere, nämlich hier zum Beispiel die Short Track, auch sehr, sehr schön und eben eine viel stärkere Farbe. Und das ist eine Rugosa-Rose, die kleiner bleibt. Ist eigentlich auch ein Bodendecker, also die können Sie als kleinere starke Hecke verwenden, wenn Sie sie vielleicht nur so auf 1 Meter haben möchten. Ich hole mal noch gerade 2, 3 Pflanzen mehr dazu, damit Sie da auch einen schönen Eindruck davon bekommen. So, da kriegen Sie nämlich hier auch einen schönen Eindruck davon. Und so eine kleinere, kleinwüchsigere Rose, die würde ich jetzt dann auch tatsächlich vielleicht auf 30, 40 Zentimeter zusammensetzen. Und dann haben Sie da ganz schnell eine wirklich schöne Hecke. Und es ist wichtig, dass Sie die dann einfach immer in Form schneiden, schön kompakt. Und eben, wie gesagt, langsam erst hochkommen lassen. Nicht jetzt dann gerade so auf einen Schwupp. Eine weitere Rose, die wirklich eine richtig schöne, kompakte Hecke auch bilden kann, ist zum Beispiel Rose de Resch. Mit einem ganz, ganz tollen Duft und einen ganzen Sommer durchblühend, wenn man sie eben immer wieder zurückschneidet. Und die kann also wunderbar eine Hecke so auf 1 Meter bis 1,20 Meter machen, hat ein sehr dichtes, buschiges Laub auch, einen dichten, buschigen Habitus. Und von daher eben auch so auf 40 Zentimeter eine gesetzt, haben Sie eine ganz, ganz wunderbare Hecke, die den ganzen Sommer durchblühen kann, sehr, sehr attraktiv ist. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, ja, was ist im Winter? Ja gut, im Winter, da schmeißen Sie natürlich Ihr Laub, aber das haben Sie bei jeder Buchenhecke auch. Klar, Koniferen sind halt immer das, wo Sie das Immergrün durch den ganzen Winter durch haben, aber es ist die Frage halt, muss das immer das Immergrün sein? Es ist im Herbst eigentlich auch und im Winter immer ganz hübsch, die Strukturen der Triebe und der Äste zu sehen und es ist natürlich auch wirklich die Jahreszeiten auf diese Weise zu erleben. Also ich finde, eine Hecke darf durchaus ihre Blätter schmeißen und muss nicht immer grün sein und wenn ich dann noch eine Hecke habe, die den ganzen Sommer über blüht oder eben ganz starke Blühperioden hat, dann ist es natürlich wirklich super. Also auch Rose de Resch eignet sich dazu, sehr, sehr kompakt gehalten zu werden und eben dann schön als Hecke zu sein. Grundsätzlich würde ich Ihnen bei den Hecken raten, immer die Endpflanzen einen Tick näher zusammenzusetzen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf 40 cm pro 40 cm eine Pflanze gesetzt haben, um Ihre schöne dichte Hecke zu machen, dann setzen Sie sie am Ende jeweils 30 cm auseinander, weil die Enden, die können manchmal ganz gerne so ein bisschen ausfransen und deswegen ist es besser, wenn Sie eben rechts und links oder Anfang und Ende jeweils einmal noch einen Ticken dichter pflanzen, als Sie das über den ganzen Verlauf der Hecke gemacht haben. Hier stehe ich jetzt noch bei The Fairy, eigentlich als Bodendeckerrose bekannt. Was viele nicht wissen, ist, dass die sehr, sehr üppig werden kann. Fairy könnte tatsächlich auch klettern an einer sehr geschützten, schönen Wand, kann die Ihnen 2 Meter oder höher werden. Deswegen finde ich sie als Bodendecker auch immer so ein bisschen schwierig, weil sie halt gerne diese langen Triebe macht. Aber ich kann sie eben auch schön, wenn ich sie immer wieder kompakt zurückschneide und kompakt halte, toll als Hecke nehmen. Und da blüht sie mir natürlich auch den ganzen Sommer ausdauernd und finde ich, ist eine sehr, sehr hübsche und attraktive und auch gesunde Heckenrose in dem Sinne. Auch die würde ich so auf alle 40 cm setzen und dann können Sie die gut auf 60 bis 80 bis 1 Meter werden lassen und schön als auch kompakte, aber ein bisschen doch üppigere, überhängendere Hecke verwenden. Richtig klasse als Hecke kann man auch Ballerina
ziehen. Wunderschön. Ist ein bisschen ähnlich wie die Mozart, nicht ganz so knallig, also sondern zarter in diesem Rosé, aber hält die Blüten auch sehr lange und macht eine schöne, üppige, große Hecke. Auch den ganzen Sommer durch blühend. Also wirklich eine sehr, sehr schöne, auch gesunde, robuste, zuverlässige Rose, die man auch schön kompakt halten kann, weil Sie sehen, eher so aufrechte, starke Triebe hat, also nicht so zum Überhängen neigt, was bei einer Hecke natürlich auch wieder gut ist, ne? Weil sie einfach schön kompakt zu halten ist. Also von daher ein wirklich guter Tipp für eine Hecke. Und was besonders schön ist, damit habe ich Sie ja letzte Woche quasi in dieses Video gelockt, unsere Stanwell Perpetual. Die ist ja die ganze Hecke hier in unserem Rosenverkauf gepflanzt und ist wirklich sowas von ausdauernd blühend, eben mit diesem wunderschönen, fedrigen Laub auch und einfach wahnsinnig dicht. Ich meine, die Bilder sprechen für sich. Sie sehen sie ja, was die also als Hecke hermacht. Jetzt noch sehr schön auch weiter blüht. Die erste Blüte ist natürlich fantastisch. Da sieht man fast kein Laub mehr vor lauter Blüten. Also wirklich ganz klasse. Stanwell Perpetual, traumhafter Duft, wunderschön zum Schneiden für die Vase. Und also finde ich eine klasse Rose. Witzig hier übrigens, das ist so eine dieser Mutationen, von denen ich schon das ganze Jahr immer wieder sprach, die durch diesen sehr kalten, nassen, ekligen Mai hervorgerufen wurde. Das ist tatsächlich auch Stanwell, wenn Sie die beiden Blüten vergleichen. Ein und die gleiche Rose oder ein und dieselbe Rose in dem Fall hat da komplett unterschiedliche Blüten. Das hier, die gefüllte, ist die korrekte, das ist die Mutation. Aber wenn die jetzt ausgeblüht ist, zurückgeschnitten ist, werden die nächsten Knospen und Blüten wahrscheinlich wieder in der Urform zurückkommen. Okay, dann steigen wir mal hier über die Hecke. Auch noch eine tolle Heckenrose. Blüht jetzt leider nicht, deswegen zeige ich Ihnen einfach das Foto, nämlich ein richtig schönes Rot. Das ist Great Western. Das ist eine Strauchrose, die sehr, sehr kompakt wächst, ganz starken Duft hat, wunderschöne große geviertelte rote Blüten. Also wenn Sie so eine auffällige Hecke haben möchten, dann ist die wirklich richtig prima. Auch wieder so im Abstand von 50 cm, 40 cm paar Pflanzen gesetzt, ergeben die also wirklich eine sehr, sehr schöne ausdauernde Hecke. Sofort das Verblühte wieder ausschneiden, da waren wir ein bisschen spät dran dieses Jahr. Dann haben sie den ganzen Sommer über einen wunderbaren Flor. Und wie gesagt, ist auch eine Rose ähnlich jetzt wie die Rose d'Urecht, die sehr, sehr schön kompakt wächst und von daher wirklich eine ganz, ganz tolle Hecke macht. Great Western, sehr zu empfehlen. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr öfter blühende Rosen, die sich wirklich super für Hecken eignen. Und das ist jetzt einfach mal so ein kleines Starterpaket, was ich Ihnen hier vorstelle. Ich werde das immer mal wieder aufnehmen, das Thema. Oder wenn ich Ihnen Rosen vorstelle, dann auch dazu sagen, hey, die ist übrigens auch super für eine Hecke. Weil ich finde eben, Rosen werden viel zu oft vergessen, wenn es eben um Hecken geht. Und bei den einmal blühenden, bei den sommerblühenden Rosen gibt es natürlich auch noch mal eine ganze Menge, die wirklich richtig klasse sind. Vor allem, wenn Sie natürlich auch wieder an Höhenlagen denken. Sie leben irgendwo über 800, über 1000 Meter und hätten gerne eine Rosenhecke. Dann ist das natürlich eine ganz tolle Option. Super schön hier zum Beispiel die Rosa Mundi, Rosa Gallica Versicolor, macht eine ganz, ganz tolle Hecke und hat halt dieses gestreifte Blütenblatt, dieses zweifarbige, was natürlich auf so einer Länge von Hecke auch ganz toll kommt. Und die können Sie auch so auf 1,20 Meter idealerweise halten oder auch ein bisschen höher. Und haben dann halt wirklich eine sehr ausdrucksstarke Hecke. Die blüht ihre 3-4 Wochen auch in Höhenlagen. Da haben sie dann wirklich so ein richtiges Statement, richtig schön. Und den Rest des Jahres ist sie dann halt einfach grün und schmeißt irgendwann die Blätter. Also von daher wirklich hochattraktiv. Eine andere, die ich Ihnen da auch gut ans Herz legen kann, wäre noch die Lord Scammon in einer ganz starken Farbe. Lord Scammon, das ist so nach dem Vater von John Scammon benannt, hatte ich glaube ich schon mal irgendwann vorgestellt, mit diesem starken leuchtenden Purpurrot, eine Gallica-Rose. Und Sie sehen, die hat eben auch so einen schönen kompakten Wuchs und eignet sich auch sehr, sehr gut für eine Hecke, vor allem auch in schwierigen Lagen oder wenn Sie eine komplette einen Schattenbereich in Ihrem Garten haben, dann können Sie wunderbar mit so einer Gallica arbeiten, die dann auch eben wieder im Sommer blüht, später dann abblüht, aber einfach wirklich hochattraktiv ist. Prima auch als Hecke
Und in einem schönen, zarten Rosa, das ist die Reine de Centifeuille, mit einem ganz, ganz starken Duft. Wunderbar, sehr, sehr winterhart, sehr robust. Auch wieder Hecke zwischen 1 Meter bis 1,50 Meter. Super schöne Blüte und ja, extrem pflegeleicht. Also von daher auch eine Rose, die ich Ihnen sehr gut als Hecke empfehlen könnte. Und dann haben wir hier noch die Rosa Ricardii, die hatte ich in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Blüht sehr, sehr kurz, deswegen kann man da natürlich Bedenken haben, ob das als Hecke so geeignet ist. Es ist aber wirklich so ausdrucksstark, sehr, sehr schöne Rose und eben auch wieder extrem winterhart, extrem starker Duft und was man einfach so nicht immer wieder sieht. Und ich sage immer, Menschenskinder, sonst habt ihr immer Hecken im Garten stehen, die gar nicht blühen. Ja? In dem Moment, wo wieder die Rose ins Spiel kommt, dann soll es wieder ganz viel blühen. Also von daher finde ich, hat es durchaus auch eine Berechtigung, diese Rosa Ricardii, selbst wenn sie nur 2 Wochen blüht, ja, also sieht einfach unglaublich toll aus als Hecke. Auch hübsch, mein vorletzter Tipp. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Das ist hier die Rosa Persetosa. Auch wieder mit einem ganz, ganz starken Duft. Eine sehr schöne, einfache Blüte, aber sehr attraktive Blüte. Und extrem beliebt bei den Bienen. Das ist wieder auch eine sehr schöne Sache. 1,20 Hecke, 1 Meter, 1,50 kompakt, also auch eine sehr gute Pflanze, die wir als Hecke gerne raten würden. Und hier vorne, ja, die hatten wir im Prinzip schon, das ist die Rose de Meaux nochmal, die wir im Gemüsegarten anfangs gezeigt hatten, eben also sehr, sehr hübsch mit diesen vielen kleinen, wunderschön gefüllten Blüten, absoluter Hingucker und eben vor allem für diese ganz kleinen Hecken, für die kleinen formalen Hecken super gut geeignet. Ja, also das war eigentlich so unser kleiner Exkurs heute mal in Rosen und Hecken, einfach um das Thema überhaupt aufzubringen, wie toll geeignet Rosen dafür sind. Würde mich freuen, wenn da die ein oder anderen Tipps für Sie wieder dabei waren. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, schreiben Sie einfach. Und damit sage ich für heute einfach Tschüss, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag und freue mich aufs nächste Mal. Und muss gestehen, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, was wir nächste Woche eigentlich machen. Von daher lassen Sie sich einfach überraschen. Einen schönen Sonntag. Tschüss.